Ich glaube, für Geduld ist in der Bundesliga kein großer Platz, aber trotzdem muss man halt immer wieder nachhaltig daran arbeiten, die mitnehmen, mit ins Boot kriegen, ihnen die Szenen zeigen, sie selber die Szenen beschreiben lassen. Und ja, da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Wichtig ist halt einfach, dass man konzentrierter und wacher in diese Situation reingeht. Es ist ja nicht komplett alles falsch, was gemacht wird. Viel wird natürlich schwarz-weiß gedacht. Gewinnt man ein Spiel, war alles gut, und verliert man ein Spiel, war alles schlecht.